Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Es ist der Samstag auf dem Tentipi-Camp und wie ihr seht, es ist noch genauso bescheidenes Wetter wie gestern auch. Das tut dem aber keinen Abbruch. Wir sind hier wie all die Tage, verbringen wir die Zeit halt im Zelt und sind am Kochen. Heute Nachmittag soll es Pizza geben und dann schauen wir, wie es weitergeht. Wir sind auf alle Fälle gut ausgestattet, wir haben genügend Vorräte. Und wenn es einen dann doch mal rauslockt hier an diesen See in Anführungszeichen, wobei da kann man vielleicht auch noch kurz was dazu erzählen. Das Tentipi-Camp findet hier zum zweiten Mal am Lac de Bouzille, das ist im Département Vosges in Frankreich, also kurz hinterm Elsass, findet es statt hier. Dieser See hier ist normalerweise im Sommer ein Badesee. Man sieht es auch an der vielen Wassersportgeräte, die hier außenrum liegen, aber ihr seht, der See ist eigentlich leer. Also es gibt hier kaum Wasser. Man kann vorschauen bis zur Staumauer, die quasi fast im Trockenen steht. Es ist der zweite Sommer in Folge, dass dieser See kein Wasser kriegt. Das letzte Jahr lag es wohl tatsächlich an der trockenen Verhältnisse, dass wenig nachkam. Und es kommt hinzu, dass dieser See hier keinen natürlichen Ursprung hat, sondern das Wasser über einen Kanal hergeleitet wird. Dieser Kanal hat wohl dann auch im letzten Winterhalbjahr der war beschädigt und musste wohl saniert werden. Also auch im Winter kam kein Wasser herein und dann dieser zweite trockene Sommer in Folge. Und dann liegt das See halt brach. Das Wasser hier wird verwendet, um den Rhein-Mosel-Kanal auf ein gewisses Niveau zu halten. Das heißt, es ist der Speicher für diesen Kanal. Und ich denke, die werden halt auch ihr Wasser brauchen. Und jetzt kann man nur hoffen, dass es diesen Winter wieder gut vorläuft. Scheint eine ganz nette Gegend zu sein hier, wenn denn dann eine Bademöglichkeit wäre. Aber auch so finde ich, dass diese Landschaft, also dieser Seegrund, der jetzt seit zwei Sommer hier im Trockenen liegt, finde ich ein sehr spannendes Areal. Es gibt auch gerade in der Morgen- und Abendstunde viele Vögel, die sich hier tummeln. Es scheint also auch ökologisch wertvoll zu sein, diese Art der Landschaft hier. Von daher, genau. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zum Tentipi-Camp. Ich hab euch alle gewinnen lassen. Genau, großmütig. Also die Stange, die Seitenstange nimmt das schon auch mit. Der hat keine Seitenstange. Die Kote hat keine Seitenstange. Kannst du mal da draus tun? Das Ding. Okay. Hier Salami. Noch? Ich hab das weiß geschnitten. Ja, dann oder so. Das ist sehr. Maschine gibt's auch noch. Ich hätte noch gern eine mit Artischocke und Thunfisch. Da ist alles auf dem Weber, da kann man Sachen machen. Das glauben die Leute ja gar nicht. Das ist die Mädels fahren, oder? Wahrscheinlich. So, was gibt's denn hier? Wir machen Bogenschieße. Bogenschieße Advanced mit 2. Ralf, du hast schon eine prädestinierte Plattform für einen Apfel. Ja. Finden wir jetzt eigentlich schön. Oder Apfel drauf, soll, wo ist der Apfel? Ich hätte noch einen Kürbis da, der ist größer. Nee. Die Wildsau wird von oben geschossen. Ja. Ja, das sieht gut aus. Tiefer halten. Noch tiefer. Für Flakes verpackt, aber noch ist eine Nacht Tentipi Camp. Wir sehen uns. Ja, und jetzt kommt doch tatsächlich heute noch die Sonne raus hier. Ihr seht im Hintergrund das Camp
von Jotunland, also der, unser Teil vom Tentibi Camp. Wir haben hier auch ein Tentibi Zirkon aufgebaut von der Größe 7 und nebendran seht ihr die Kote vom Manuel und von der Dagmar. Jetzt blendet mich die Sonne sogar. Ihr seht, die Tentibi Größe 7 und die Kote, die haben ungefähr die gleiche Größe. Aber lasst euch von dem Sonnenschein hier nicht täuschen, weil wenn wir uns einmal um uns rumdrehen und nach Norden gucken, dann ziehen hier schon wieder die dicke schwarze Wolke auf. Das wird uns aber nicht schrecken, wir haben unsere Tentibis, wir haben unsere Kote, wir haben unsere Jotte und die viele andere Freunde hier vom Tentibi Camp. Da werden wir uns noch ein bisschen weiter umschauen, was so heute Nachmittag, heute Abend passiert. Und ja, dann geht's weiter. Ja, ohne Scheiß, jetzt da mit dem Heißluftföhn dran, können vielleicht sogar was bewirken, oder? Felix, hol die Drohne raus! Danke dir für Stein. Schere. Und hier drauf gehauen. Ist echt am besten gegangen gewesen. Habe ich am Anfang gesagt, das ist ein neuer Bruch, weißt du noch? Ja. Aber wir haben nicht getraut, weil es so heiß vorkommen ist. Sieht aus wie Zwiebel, ist aber eigentlich... Nee. Darf Warum ich? Denn? Wenn es da rein. Das Licht schwindet schon wieder, also der Tag geht schon wieder seinem Ende entgegen. Wir hatten viele tolle Eindrücke heute und auch viele tolle Menschen haben wir hier kennengelernt. Wenn ich jetzt kurz still bin, hört er vielleicht sogar die Vogelwelt hier am See? Keine Ahnung, ob mein Handy das Gezwitscher und Getröde hier aufnimmt. Aber sei es drum, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald. Mal gucken, ob wir morgen vom Sonntag auch nochmal einen kurzen Bericht hinkriegen. Bis dann, tschüss, euer Ralf von Jotunland.